Shulk, my turn. Awake already? Didn't sleep a wink. Oh, I still feel like I just did one of Vanguard's drills. Hey, why do you think the Mechon attacked? Are we just food to them? Or what, did we do something wrong? Sort of reminds me of the battle between the Bionis and the Mechonis. I wonder if it's anything to do with that. Well, it's hard to believe that living things are just a source of energy for machines. There has to be another reason. Mechon killed Fiora. Yeah. You know what? I'll never forgive them. I don't care what their reason is. Hmm. When it happened, the Monado showed me that Fiora was in danger, but I couldn't save her. It's not your fault. Just because the Monado showed you some future, that don't mean you could do anything about it. You did great. You fought them off. I couldn't have done that. You know, I've been thinking about it. Why you can use the Monado, I mean. Dixon told me. You're a survivor from the Monado expedition team that went out 14 years ago. There was a blizzard or something, and your mum and dad died. And then Dixon found you and brought you back. That sounds right. I was pretty young, so I don't really remember anything. Is that why you do it? Why you're always helping Dixon with his research and trying to figure out the Monado? Maybe. Part of me does see it as something to remind me of my mum and dad. But mainly, if it really is the sword that the Bionis used to kill the Mechonis, like in the legend, I want to work out its secret. That's the real reason. I've got it. You were chosen by the Monado. What? Chosen? Don't you see? Not even Dunban can handle it. It ain't chance that you can and he can't. I'll take the next watch. You get some rest. Okay, I'll try. Night, Ryan. Do you wish to change it? Huh? The future. It is every man's desire to change the future. Is that not so? Even if everything has been predestined, will you not oppose it? The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado. Shulk! Shulk! Ryan! Shulk! Shulk! Ryan! What are you playing at? Give us a hand! Oh Gott, Leute. Na, das ist ja ein großartiger Einstieg. Ich hoffe, ihr habt keine Spinnenphobie. Aber hier drin wird's ein bisschen ekelig. Oh Gott. Immerhin sind sie ziemlich niedrigstufig, das ist das Schöne, also sind wir 0, nichts durch und ich raste erstmal möglichst viel aus. Naja, die Verzauberung, Schmetterschlag, das alles, das wirkt schon ganz gut zusammen. Rückschlag scheint ja schon fast ein One-Hit zu sein, okay. Also,
erspare ich euch den weiteren Anblick oder so. Schauen wir, dass wir heute zügig durch die Tephra-Höhle kommen. Denn das warten noch viele Spinnen auf uns. oh Gott. Naja, ich meine, bei der Größe ist es dann schon ein bisschen sehr ekelig. Sind wir ehrlich. Selbst ich als jemand, der keine Spinnenphobie hat, denkt sich dann auch so seinen Teil. Aber ja. Bist du die Letzte? Ich glaube, du bist die Letzte. Also, würde ich mal sagen, bam! Jawohl. Sauber. I'm sorry, Ryan. Don't worry about it. It looked like you were having a nightmare. Really? The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado? Was I dreaming? What's with you? We better get a move on. Auch sehr mysteriös alles. Was hat's mit der Stimme auf sich? Tja, ich würde mal sagen, yo, ich beende hier meine Aufnahmesession. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich wieder, denn das war eine gute Cut-Stelle. Also bis gleich. Und da wären wir wieder. So, dann können wir jetzt also offiziell aufbrechen, ne? Die Vision war natürlich schon recht verheißungsvoll. Und ich sehe gerade, dass da drüben, das holen wir uns vielleicht noch besser, wenn wir schon dabei sind. Können wir die Quest auch noch erledigen? Wo ich jetzt unsicher bin, was es konkret ist. Ah, okay, die Irrsinnsmünze, ja. Das Kind mit den Drogen oder so. Oh mein Gott, warum? Egal, ich würde sagen, gehen wir weiter und schauen, dass wir diese Höhle schnell durchqueren. Ah, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich glaube... Ah, ja doch, das hat auch mit einer Quest zu tun, ganz genau. Aber die haben ja, glaube ich, aktiv gar nicht angenommen. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Egal. Uah, Spinneneier, Igitt. What on Bionis are those? Monster's egg sacs, I think. But it looks like there are Mekon parts inside as well. Man, what kind of monsters are they? Probably some type of arachno. Ryan, get back! Oh no. Ryan! Das ging schnell. If that vision comes true, then Ryan, I've got to find him. Also nichts wie raus hier. Erstmal. Akustische Typen reagieren auf laute Geräusche. Diese Gegner greifen an, wenn sie dich rennen hören. So ist es, Leute. Aber kein Problem, ich bin hier ganz schnell wieder weg. So, das kriegen wir doch hin. Kein Problem. Sehr schöner Ort an sich, aber wir haben keine Zeit, ihn zu begutachten hier. Scheint auf der Flucht zu sein, der Gute. Wow, diese Höhle sieht so gut aus im Remake. WTF, was so ein bisschen Lichtschimmung einfach ausmacht, der Wahnsinn, ey. Genau, wir können jetzt auch Wände hochklettern. Sehr gut, sehr, sehr gut. Da gibt es so ein paar Wände, da kann man das eben. Lass mal sehen, genau da drüben ist das andere, haha. Also doch noch im Gedächtnis gehabt, so. Ein Anhänger, wobei nein, das war irgendwas anderes, egal. Sevilla. Oh, was haben wir denn da für ein Fiesling?
Lieber mal schön drumrum schwimmen. Um den kümmern wir uns. Aber erst, wenn wir Ryan da rausbringen können, ja. Sonst sieht es ein bisschen schlecht aus, fürchte ich. Lass mal ganz kurz sehen. Genau, hier ist auch noch eine Ader. Wir machen das trotzdem mal ganz kurz. Dann denke ich auch schön dran. Wasserkristalle. Ich bin gerade nur noch am Überlegen. Ah, guck mal, hier gibt es einen geheimen Ort zum Beispiel, oder? Du brauchst einen Schlüssel, um sie zu öffnen, ne? Dann war es doch kein geheimer Ort. Das ist wahrscheinlich später der normale Durchgang, schätze ich mal. Um hier wieder reinzukommen. Gut, alles klar. Ich dachte schon, ich hätte ein kleines Secret jetzt noch entdeckt. Aber ist egal. Nicht so hoch, Leute. Keine Zeit mehr schinden, ne? Jetzt wird's richtig ernst. Unsere Gruppenleiste ist auch schon wieder weg. Das ist auch nicht so toll, aber egal. Man könnte ja theoretisch noch weiterklettern, oder? Nee, kann man nicht. Aber wenn man sorgfältig umgucken, ist schon wichtig. Konnte man da hoch? Nee, kann man glaube ich auch nicht. Es gibt glaube ich irgendwo noch eine Verbindung zu dieser anderen Ätherader nämlich. Meine ich. Aber nun gut. Retten wir Ryan! Ryan! There's too many of them. I kill one and 10 more pop up. Ryan, no! Not that way! Ryan! Shoot! Na nun, Leute, und wieder eine neue Kraft. Was ist das? Die Kraft der Monade. Look out! Glad one of us figured out these things would try and ambush. Let's do this, Shulk. Right. Jawohl. Die neue Fähigkeit des Monado, Leute. Was Shulk nämlich alles entlockt. Neue Technik erlernen. Shulk, Schild. Zukunftsvisionen. Die spielen aber jetzt auch eine Rolle im Kampf. Ab sofort wirst du Gefahren, die dich im Kampf erwarten, voraussehen können. Der Visionsbalken stellt alle wichtigen Details zu dem bevorstehenden Angriff dar. Die Schriftfarbe verrät die Natur der Attacke, die der Gegner verwenden wird. Genau, wir haben jetzt hier physische Techniken oder Äthertechniken. Später nochmal relevanter, dass wir das gut unterscheiden. Näher dich bei einem Mitstreiter und drücke B, um ihn vor einem zukünftigen Angriff zu warnen. Eine Warnung verbraucht einen Balken der Gruppenleiste. Du kannst eine Technik des gewarnten Gefährten einsetzen. Angriffstechniken werden automatisch auf den im Visionsbalken angekündigten Gegner gerichtet. Gemeinsam die Zukunft ändern. Durch das Eingreifen eines gewarnten Gefährten kann die Zukunft geändert werden. Ändert sich die Zukunft, so zerschellt der Visionsbalken. Arbeite mit deinen Mitstreitern zusammen, um zukünftige Gefahren von der Gruppe abzuwenden. Genau, und hier können wir sie kontern. Spezialtechniken lassen sich nur durch die Monado-Technik Schild abwehren. Beispiel Spezialtechnik Arachno-Quetscher. Ryan als Anführer weise Shulk an, den Monado-Schild einzusetzen. Shulk als Anführer aktiviere das Monado und setze den Schild ein. Also relativ selbsterklärend soweit. Genau, und da bekommen wir es auch schon mit. Da will er seinen Arachno-Quetscher auf mich richten. Da haben wir den neuen Schild. Warten noch ein bisschen. Oh, da hat so ein Ryan anscheinend reagiert. Aber wir haben es wieder verhindert. So, das hier nochmal drauf. Und nochmal gerufen. Ich glaube, wir können jetzt auch mal kurz verzaubern. Ohne, dass es zu problematisch ist. Wir können auch Angriffsketten benutzen im Übrigen. Dann können wir auch nochmal ein bisschen was beeinflussen. Ich mach erstmal euch alle platt noch. Ich lasse es auch mal offen, dass wir später noch einen Arachno-Quetscher haben.
Aber sehr gut, wir sind alle hochmotiviert gerade, das ist natürlich fantastisch. So, sind sie alle erledigt? Es kommt wahrscheinlich später noch was raus. Ach, es hat uns gefesselt. Ach, du bist umgeworfen. Mach eine Angriffskette, komm. So, okay. Boom, sehr schön. Genau, an sich ist er ja schon umgeworfen. Ich habe jetzt mit Ryan leider auch keine anderen Möglichkeiten hier mehr. Aber wir können natürlich auch einfach sowas hier noch zum Beispiel raushauen. Oh verdammt, ich Trottel. Boah, ich habe zu früh gedrückt. Was war das denn? Das war eine richtig schlechte Kette jetzt gerade, egal. So, Zorn der Königin. Das klingt jetzt auch nicht gerade nett. Aber wir kommen schon klar. Alle sind on fire hier. Passt. So, da willst du dich also wieder einmischen mit Arachno-Quetscher, ich sehe schon. Üble Angelegenheit, aber kein Problem mehr inzwischen. Jawohl, das wollte ich sehen. Und nochmal schwanken, das geht natürlich auch. Shadow Eye plus physische Technik extra hier. So. Nichts mehr zu melden, meine liebe Spinnenkönigin, so allmählich. Na komm, zum Schluss vielleicht noch eine Angriffskette. Wir können das hier gezielt von der Seite auslösen, dann sollten wir reinkommen. Und da kommt die nächste Angriffskette. Das wird jetzt ein bisschen Overkill, aber warum nicht? Gerne, geht doch auch. Wow, das hat schon beendet. Egal. Klasse. Looks like the Monado works for more than just Mekon. I gotta say, that's pretty awesome. Ryan, I just realized something. Huh? The future I see, it isn't set. I think it's more like a warning. A warning? Yeah. A warning about what will happen. What will happen if I don't do anything. Or if I can't do anything. So I can use this power to change the future. And that's exactly what I intend to do. You've got my vote. And if you really can do that, I think Fiora would have liked it too. Yeah. Right, let's get moving. We're nearly at the Bionis knee. Okay, sehr gut. Sekret der Königin, na lecker. Toll, dass du es noch mitgenommen hast hier. Ah ja, der Monado-Schild. Spezialtechniken nur Schild abwehren. Die Spezialtechniken der Gegner haben verschiedene Stufen. Um eine Spezialtechnik abzuwehren, muss der Monado-Schild in der Stufe ebenbürtig oder überlegen sein. Begegnest du einem Gegner mit einer starken Spezialtechnik, solltest du die Stufe des Schilds entsprechend erhöhen. Genau. Oh cool, Talentverknüpfungen kriegen wir jetzt auch. Harmonierende Charaktere können gegenseitig von den Talenten ihres Partners profitieren. Drücke im Talentbaum-Bildschirm ZR, um die Verknüpfungen aufzurufen. Super, klasse, das können wir also auch machen. Auch wieder eine neue Technik gelernt. So, den Boss erstmal vernichtet und wir können da theoretisch jetzt auch durch. Na, wirklich lecker. Richtig toll, ey. Oh, wie schön, wenn man sowas einfach wegnehmen kann und nicht irgendwie ein komisches Feuertalent braucht oder so. Mein Gott. Das geht wieder an dich, Xenoblade 2. Mhm. Aber gut, was das betrifft, ich liebe ja eigentlich, also wenn man in JRPGs auch mal Dungeons hat mit Rätseln und so weiter, weil ich ja auch ein großer Zelda-Fan bin an sich, ne? Und ich mag sowas eigentlich sehr, sehr gerne. Die meisten RPG-Dungeons sind leider immer sehr monoton gestaltet. So Spiele wie Octopath zum Beispiel haben immer wieder denselben Aufbau. Und ich muss auch oft bei Final Fantasy an sehr schlauchige Level denken dabei. Ich finde das sehr viel cooler, wenn du tatsächlich Charakterfähigkeiten und so dann auch einbringen kannst zum Beispiel, muss ich sagen. Aber größtes Lob geht eigentlich da an Golden Sun, was meiner Meinung nach die besten Dungeons hat innerhalb eines RPGs, meiner Meinung nach. So, also da kommt wirklich alles ganz gut zur Geltung. Ich liebe das mit der Psy-Energie, aber egal. Weiß jetzt nicht, ob jeden hier was Golden Sun überhaupt was sagt. Aber das hat es, finde ich, mitunter am besten hinbekommen. Ja, genau, hier haben wir das für schwere Rüstung. Jetzt haben wir natürlich standardmäßig das an. Jetzt warte mal kurz. Haben wir jetzt irgendwas überhaupt hier drin? Okay, wir haben schon so ein paar Sachen. Ja, das hier ist halt nichts, das bringt uns halt gar nichts. Aber wir haben nochmal mehr Mutgewinn jetzt. Das ist zum Beispiel ganz cool, das freut mich gerade auch. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist doch ziemlich top. So, und du kriegst vielleicht irgendwas von Ryan? Ah ja, hier haben wir Möglichkeiten. Nee, noch nicht so ganz.
Aber wir können doch mittlere Rüstung eh schon tragen. Es ist halt irrelevant so. Ernsthaft, was hast du denn für Sockel gerade? Ich glaube, wir haben einfach die unteren. Achso, ich krieg von Ryan anscheinend nicht das, was ich aber schon gelernt habe. Moment mal. Du hast nur solche hier. Also schwere Rüstung hättest du noch. Moment mal, haben wir echt nicht so einen für Schulk? Da ist doch einer. Achso, wir brauchen ja die Harmoniemünzen dafür, richtig. Die sind zu teuer aktuell noch. Das bedeutet aber einfach viele besondere Gegner kloppen, dann kriegen wir die ganz automatisch. Damit verdient man sich Harmoniemünzen dann dazu. Heißt, wir müssen einfach ein bisschen ausrasten in Zukunft. Was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Ah ja, sehr schön. Zweite Technik dafür, Lufthieb. Treffer von der Seite verlangsamt zusätzlich auch. Sehr, sehr praktisch. Hat so eine schöne Multiwirkung einfach, der Lufthieb. Während Klingenstrom natürlich dafür auf viele Gegner gleichzeitig geht. Lufthieb können wir an sich auch verbessern eigentlich direkt, weil das ist an sich eine Schwank. Kombo natürlich, ne? Ja, kann er auch gleich zwei bekommen. Das sind einfach die Sachen, die willst du halt haben. Ich hab's schon oft genug erwähnt. Brauche mich da, glaube ich, nicht zu wiederholen. Und an sich den Schild würde ich als nächstes dann auch noch machen. Das sind so die Sachen, die ich erstmal boosten möchte. Da gehen wir direkt weiter auf Niederschlag. Und von mir aus kann es auch später noch mehr abgehen. Das ist einfach, es ist so wichtig, Leute. Es ist so wahnsinnig wichtig. Du willst auf jeden Fall das lernen. Aber verlassen wir die Höhle endlich, lassen wir mal das hinter uns. Ich glaube, wir können jetzt echt keine Spinnen mehr sehen, so allmählich. Und tada! Da wären wir. Ui. Guckt es euch an, das ist noch gar nichts. Und da haben die früher mal gekämpft, vor allem ja da oben, das ist der Schrottplatz. Krass, wie weit weg das eigentlich ist. No matter how many times I see this, I never get used to it. Der Mekonis, Leute. Der andere Titan. The other side of those clouds. Yep. It's our enemy. Mekonis. Our enemy. Oh, ich liebe diese Welt. Wir werden auch noch beobachtet, na toll. So viele Dinge, die sich überall abspielen. Ein kleiner Speer. Noch eine mysteriöse Szene. Es hört ja gar nicht mehr auf hier. Meine Güte, Leute. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Kann man nur sagen, es ist schon. If we just came up the Bionis shin, then this must be its kneecap, right? Yep. Which means Colony 6 is up ahead. Und bald werden wir eines der besten Teams aller Zeiten hören. Great. I love a good climb. Oh, es sieht wirklich alles sehr, sehr schön aktuell aus. So fantastisch. Der Kniescheibenhügel. Haben wir hier noch gleich ein Harmoniegespräch oder wie sieht's aus? Nö. Guckt euch das an, ey. Fantastisch, oder? Dieser Anblick einfach ist so krass. Stellt euch das vor. Ich meine, wir sind auf diesen riesigen Titanen. Ich liebe einfach diese Welt. Das ist einfach so unglaublich als Konzept. Das muss man einfach mal sagen. Ja, Xenoblade 2 hat natürlich auch seine Titanen. Aber hier so wirklich so eine Welt zu haben, es ist unglaublich. Es ist so cool. Es ist wirklich, wirklich cool. Es ist halt kreativ, es ist so anders einfach, so erfrischend anders. Das ist Xenoblade aber in vielerlei Hinsicht, finde ich. Manchmal etwas unkonventionell, aber bei anderen Dingen wieder super altmodisch, vielleicht.
sprich wieder die Fetch-Quests oder so, die ich ja ganz gerne immer erwähne. Die aber ja vielen von euch auch wirklich gefallen, aber ich habe ja schon gesagt, ich kann es an sich immer nachvollziehen dann doch auch. Items für zukünftige Missionen sammeln. Wenn du eine Schatztruhe öffnest oder ein Sammelitem findest, informier dich bisweilen eine Vision darüber, dass du das Item für eine zukünftige Mission benötigen wirst. Genau, das kommt auch noch dazu. Und dann wissen wir das auch schon vorab. Damit haben wir die zwei durchmandeln, wir sollten sie schnell abliefern. Es ist halt wirklich cool, dass die Mission eigentlich auch überall eingebunden wird, irgendwie sowas. Das ist halt relativ gut, weil das macht den Charakter, finde ich, auch glaubwürdiger an sich, beziehungsweise seine Fähigkeit und den Umgang damit. Das mag ich eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Ich finde, das ist eine relativ gute Lösung. Machen wir einen Airslash rein hier. Jawohl, und gleich umgeschmissen hier. Ja, wir steigen uns gerade echt hervorragend. Bin sehr zufrieden damit. Schöne Aufstellung. Ach ja, wir haben inzwischen wirklich besseres Equipment auch. Ne? Das sollten wir vielleicht auch mal einsetzen entsprechend. Aber ich glaube, gleich haben wir sowieso noch einen Händler dabei. Sehr gut. Das ist die letzte Irrsinnsminze. Können wir die auch bald abgeben. Hey Ryan, hier ist etwas. Nanu, was haben wir denn jetzt hier? Sag mal, Schurk, wofür hältst du das hier? Ich weiß es nicht. Alles klar. Ich stupse einfach mal an und schau, was passiert. Moment mal. Wir wissen noch gar nicht, was das ist. Das könnte gefährlich sein. Hör, das ist neu, oder? Das sieht irgendwie neu aus. Ich kann mich nicht an sowas erinnern. Was zur Hölle? Neuer Content? In Xenoblade? Oh mein Gott. WTF, wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Wow, irgendwie hoch über den Wolken. So sieht es zumindest aus. Eine seltsame Kraft stößt sich zurück. Okay, nett. Das sieht ja schon sehr cool aus. Oha, wie ulkig. Okay, das ist auf jeden Fall neu. Das kenne ich, wie gesagt, nicht. Ein Noppon. Ach, ist das jetzt so eine Art Challenge, oder? Ist der Noppon Erzweiser? Ja, sicherlich. Erzweiser wartet. Erzweiser hat mit grenzenloser Mächtigkeit Eintreffen von Freunden vorausgewahrsagt. Hat auch vorausgewahrsagt, dass Freunde Fragen stellen. Was für Ort? Wer bist du? Stimmt oder stimmt nicht? Nun, Ort ist wie Bionis, aber ist nicht. Erscheint bekannt, aber doch fremd. Ort verknüpft vergangene Zukünfte. Und Erzweiser ist großer Noppon, hat endlos trainiert in Räumen und Zeiten und ist jetzt Erzweisigster aller Erzweisen. Da Freunde hier sind, kann nur bedeuten, Freunde wollen Schüler werden, keinen weggelaufen. Wenn Freunde Herausforderungen mit erfolgigen Gelingen bewältigen, gibt Erzweiser auch feine Belohnung. Gut für Freunde, dass Erzweiser jegliche Gier transzendiert hat. Würde sich sonst nie von wertvollen Zeugs trennen. Wir wollen nach Hause, wir werden deine Schüler sein. Das sind tolle Optionen. Wir werden deine Schüler sein. Alles geschieht, wie Noppon Erzweiser vorausgewahrsagt hat. Ach ja, wenn Freunde neue Schüler werden wollen, Schüler werden wollende Freunde finden, dann gerne mitbringen. Erzweiser bereiten gerne neue Herausforderungen und Belohnungen vor. Was wollen Freunde heute anstellen? Oha, okay, das ist also neu. Du kannst dich jetzt an der Tempo-Herausforderung versuchen. Sprich mit dem Noppon Erzweisen, um Zugriff auf die Option Tempo-Herausforderung und Tauschhandel zu halten. In Tempo-Herausforderungen kannst du Noppon-Kristalle erhalten, die du im Tauschhandel gegen Items eintauschen kannst. Okay. Neue Aufgaben und Tauschitems für die Tempo-Herausforderungen wurden hinzugefügt. Je weiter du im Spiel voranschreitest, desto mehr Tempo-Herausforderungen und tauschbare Items werden freigeschaltet. Entdeckst du ein neues Portal, kann ein näherer Blick darauf sicher nicht schaden. Okay. Was gibt's denn bei dir so Feines? Okay, das sind jetzt erstmal, ich denke mal, ganz nette Sachen. Was ist das hier? Dixons persönliche Brille. Ach, wie lustig. Dubiose Brille von Schuld gefunden. Echte Männer lesen damit. Was? Okay. Eine Brille mit Tarnmuster. Wie ironisch, dass sie im Wasser auffällt. Hm. Witzig, was es hier alles gibt. Moment mal, man kann Dixons Outfit bekommen quasi. Wie lustig ist das denn? Oh, ah, hier gibt es dann auch neue Manuals. Sehr, sehr cool. Okay. Und an sich habt ihr hier relativ, ja, ich meine, Einser Juwelen brauchst du mir nicht anzudrehen. Da sieht man aber schon mal, was es später alles gibt. Das ist eigentlich ganz cool. Hier sieht man jetzt sehr, sehr viel. Passiver Giftschaden, Giftangriff, ach Gott, Nachtsicht ist an sich ziemlich gut. Treffsicherheit von physischen Attacken. Es ist Nachtsicht, by the way, ich mache das schon mal direkt als Hinweis, ist später in den Endstufen eine sehr tolle Sache für stark überlevelte Gegner. Werdet ihr bei manchen Endbossen mitbekommen, bei optionalen, dann kann es sehr sinnvoll werden, Nachtsicht zu benutzen und die nachts zu bekämpfen.
beispielsweise. Also das ist eine relativ empfehlenswerte Strategie. Nur schon mal direkt so eingeworfen, weil ich weiß, dass viele von euch das Spiel totsuchten gerade. Und das könnte ein entscheidender Hinweis sein. Willst du mal unterbringen? Das ist schon nicht schlecht, ja. Ah ja, hier haben wir noch so viele Sachen. Sofort-Todresistenz, erlittener Blutungsschaden runter, Crit-Rates, Max-Angriff, physisch, Windmantel, ach Gott, Fallschutz, ja, ja, Tempo, Schwanken, ja, Schwanken über einen Autoangriff kann schon auch ganz nett sein. 5% mehr Schaden bei Angriffen auf umgeworfene Gegner. Die geht, glaube ich, relativ hoch, die ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also wenn man viel mit Angriffsketten arbeitet, ist das ziemlich cool, wenn du den Gegner halt noch zu Boden schmeißt. Dann kann das sehr stark sein, natürlich, klar. Und auch das hier. Bleiben länger am Boden ist ziemlich cool. Erhöht Geschwindigkeit des Autoangriffs um 4%. Man kann auch total auf Hass setzen und auf Crit. Das ist auch ziemlich gut. Also wenn du wirklich wahnsinnig schnell angreifst und halt ziemlich viel critterst, das geht auch ziemlich ab. Ja, Technik-Siegel, die ganzen, das ist eine sehr wichtige Resistenz bei manchen Feinden. Das kann auch super nervig werden. Kommt immer ganz drauf an. Oder Umwerfer, es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Rückwurf kann in manchen, das kommt aber auf Szenario drauf an, an manchen Stellen kann sowas halt super nervig werden, ne? Wo du irgendwie den Kampf dann total vermasselst, weil es dich irgendwo runterhaut. Autoangriffsschaden wird halbiert, Spezialanzeige steigt um 1, ja. Das ist, glaube ich, sogar später auch nicht unbedingt mal so schlecht. Das kommt ganz drauf an. Du kannst dann halt sehr, sehr viel mehr Talente spammen, was zum Beispiel mit Technikheilung ganz lustig sein könnte, ne? Dass du ein Special ständig spammst und dann halt ständig geheilt wirst. Das haben wir auch, glaube ich, auch irgendwo. Ah ja, können wir Wut runtersetzen und so weiter. Frostangriffe, das ist alles ganz nett. Ätherbarriere, Zielzwangresistenz. Ja, Zielzwang ist bedingt schlimm. Was kommt darauf an? Ah, hier steigert sich der Mut. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Irgendwie richtig fies, weißt du, greifst du den Ohnmächtigen an. Yeah, erhöht den Mut. Richtig, richtig mies, ey. Ja, der Erstschlagschaden, das ist jetzt nicht unbedingt was man hier braucht, ne? Wobei ich glaube, es gibt solche Sofort-Kill-Kombos, wo jemand mit einer... Wenn du mit einer fertigen Gruppenleiste reingehst und halt alles darauf setzt, ich meine, du kannst die Juwelen ja auch mehrfach benutzen, dann kannst du den Erstschlagschaden halt so absurd in die Höhe treiben und dann gehst du halt mit einer Kettenverlängerung sofort in den Kampf und haust halt so viel Damage direkt drauf, dass es halt wirklich absurd werden kann. Das kenne ich auch als Strategie. Ist ganz witzig, weil das hier halt auch, das ist jetzt die erste Stufe vom Juwel und das sind schon 10%. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich ganz, ganz viele von denen reinsetze, das kann lustig werden. Ja, ist herrlich. Ja, sowas, Autoangriff, Lähmung ist ganz lustig. Das würde ich auch gegebenenfalls mal nutzen. Sehen wir mal, Chance auf Doppelangriff, auch ganz cool. Vor allem natürlich für Spezialtechnik auch. Vielleicht glaube ich, es gibt dann nämlich 2 Punkte drauf statt einen. Ich bin mir gerade nicht 100%ig sicher. Ich gehe das nochmal kurz alles durch so. Ja, beschleunigte Heilung außerhalb, braucht man jetzt auch nicht unbedingt, da gibt es sehr viel Quatsch. Geländeschaden, das hier ist lustig, das könnte man natürlich relativ früh sich schon holen, TEP hoch. Dass wir einfach hier mehr bekommen mit der Zeit. Kampfunfähigkeit mit einem KP bestehen. Oder hier, da KP-Raub. Oder halt die Technikheilung, genau, da gibt es auch ganz nette Sachen. Aura-Heilung, mhm. Ja, so viele Möglichkeiten, ne? Du siehst hier schon, was es alles gibt. Das hat schon ziemlich viel zu bieten. Naja, hier, gewonnene EP hoch. Da kannst du halt am Anfang schon mal relativ viel tatsächlich auch nehmen, um einfach mal schneller nachzuziehen. Stacheln selbst bekommen kann auch ganz witzig sein. Ach Gott. Und hier, Aktivierungsrate aller Juwelen in Waffen um 2% erstmal. Ist jetzt erstmal wenig, aber gerade später, das kann auch ganz lustig werden. Wenn du es mit vielen Dingen kombinierst und dann halt das wirklich relativ konsistent triggern kannst, auch ist das ganz lustig. Kommt halt darauf an, was du drin hast. Okay, freie und eingeschränkte Kämpfe. Frei tritt mit frei wählbaren Gruppenmitgliedern zum Kampf an. Mit X öffnest du den Gruppenformationsbildschirm. Eingeschränkt. Kämpfe werden mit vorausgewählten Gruppenmitgliedern ausgefochten. Mit X öffnest du den Technikbildschirm. Okay. Mhm. Bescheidener Beginn in einem dunklen Traum. Was zur Hölle? Ich vermute mal, das habe ich wahrscheinlich, weil ich das Add-on gespielt habe. Was ist das hier? Achso, das habe ich dir dann schon auf... Achso, ich habe die dann schon auf Stufe 20. Das ist ja witzig. Kriege ich dann auch die Sachen? Hier müsste ich erst mit meinem Team reingehen. Wollen wir es mal probieren? Von mir aus. Das könnte jetzt aber sein, dass wir mächtig auf die Schnauze fallen. Ich habe keine Ahnung, was hier alles jetzt vorgegeben ist. Könnte sein, dass das extrem heikel wird. Aber wir werden es gleich feststellen.
aufgeben. Möchtest du eine Tempo-Herausforderung rechtzeitig beenden, drücke Plus. Herausforderung. Oh, ich starte mit Ryan, okay. Oh Gott, das ist so ungewohnt. Hilfe. Okay. Du hättest gar nicht umwerfen müssen hier mehr, verdammt. Vielleicht muss ich echt dran gewöhnen. Ich habe jetzt Ryan überhaupt nicht gespielt bisher. Bisher kommen wir anscheinend ganz gut klar, würde ich sagen. Okay, das ist schlecht, wenn ich jetzt blocke und er Schulk anvisiert, sorry. Ich bin Ryan nicht gewohnt gerade. Ich muss erstmal reinfinden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er blockt immer noch. Hilfe, das geht viel zu lange. Weil ich nicht angegriffen wäre. Das war total dämlich. Es wäre super gut, wenn ich angegriffen werden würde. Ah, ich kann Zielzwang draufsetzen. Das ist sehr gut. Okay. Ich hoffe, wir gehen jetzt wieder voll gehealt rein. So, jetzt könnt ihr mich gerne angreifen. Mit dem Block. Sehr gut, okay. Aber Schulk macht mir ein bisschen zu viel Damage hier fast. Der Block ist irgendwie ziemlich schlecht gerade, gefühlt. Trotzdem. So, hau den Zorn drauf. Kannst du ihn vielleicht ins Schwanken bringen? Dann können wir nochmal so draufhauen. Okay, Welle 3. So, hat er mich umgehauen? Ach, come on. Okay. War doch gar nicht mal so übel. Ja, Zielzwang plus Block, das ist, denke ich, das Beste, was du machen kannst mit seiner Combo. Ja, ja. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, das dürfte eigentlich mit am besten sein bei Ryan. Schade, ich war ein bisschen zu schnell jetzt gerade. Aber egal, wir haben ihn auch gleich. So. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit der Zeit ist. Wird anscheinend hochgerechnet. Frag mich jetzt nicht, wie sich das auswirkt. Ich meine... Egal, wir sind jetzt das erste Mal so drin. Wird schon passen. Geschafft, okay. Hätte wahrscheinlich unter 3 Minuten sein müssen. Lass mich raten, jetzt sind wir 3 Millisekunden drüber oder was. Keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Ränge und Belohnungen, okay. Anhand der benötigten Zeit und erhaltenen Boni errechnet. Ja, wir hätten auch mal eine Angriffskette nutzen sollen wahrscheinlich. Das war dann ziemlich schlecht, ne? Was, das ist S-Rang? Are you kidding me? Okay. Okay, ja. Oh, cool. Gerne. Cool. Nice. Es ist trotzdem sehr witzig. Vielleicht mache ich die noch ein paar Mal einfach so offscreen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen eigentlich. Ich meine, dann kann ich mir so ein bisschen was dazu holen. Dann können wir uns das alles mal beim nächsten Mal einfach krallen. Würde ich fast vorschlagen. Hier ist das meiste einfach schweineteuer, so oder so. Boah, wir können ja mal gehen. Klar, warum nicht? Tschüss. Witzig. Okay, dass das hier möglich ist, das ist natürlich ganz cool. Ich kann sowieso für Sammelquests und den ganzen Kram kann ich eigentlich auch offscreen da alles eigentlich erledigen. Das ist ja keine große Sache. Eigentlich wollte ich jetzt nicht nachts hier ankommen. Das ist ein bisschen schade. Nein, wisst ihr was? Wir stellen die Zeit um. Das geht so nicht. Wir müssen auf jeden Fall tagsüber ankommen. Das sehe ich nicht ein. Bitte zur Tagsmusik hier antreten. Und wenn wir schon dabei sind, was ist das denn, das ganze Exotenzeug? Jetzt können wir so ein richtiger Exot sein, oder was? Achso, von Schulk gefunden. Achso, jetzt kannst du das Zeugs hier anlegen. Das ist wahrscheinlich alles ziemlich furchtbar. Gibt aber ordentlich Ätherabwehr, wenn man möchte. Ja, ist alles ziemlich schlecht. Warte mal, wahrscheinlich ist das witzig zum An... Ja, wartet mal ganz kurz. Ich nehme mal doch wieder das, was ich vorher hatte. Da können wir übrigens noch ein anderes Juwel rein
setzen, vielleicht erstmal, keine Ahnung. Physische Abwehr klingt eigentlich ganz solide, können wir nochmal machen. Wahrscheinlich hat er da jetzt irgendwas bekommen, schätze ich mal, ne? Ist das der Ressortstil? Tatsache. Jetzt haben wir einen gebildeten Ryan, Leute. Hier, Ressortstil. Lol. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Was zum Geier? Okay. Los, der wird jetzt in vollen Ressortstil hier. Oh mein Gott, Leute. Let's go. Ressortstil. WTF. Okay. Okay. Cool. Yeah. So retten wir die Welt, Leute. Das klingt doch nach einem super Plan, würde ich sagen. Oh, Titanenstil. Hoho. Was gibt's denn da schon alles Feines? Aber schon so ein paar, die ganz cool wären. Ist denn da auch der Titanenstil schon drin? Nee, oder? Es gibt auch den Prachtstil, der sieht doch mega aus. Mittlerer Stil 2. Koloniestil 4, das ist jetzt für die Hose hier, ne? Ah, warte mal, die Hose hat eigentlich ganz gut gepasst, oder? Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut sogar. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das hat was. Aber egal, wir gehen weiter. Wir wollen ja noch ankommen vielleicht. Aber hey, ausrüsten macht Spaß, ja? Seine Charaktere gestalten, sowas liebe ich ja eigentlich. Wenn mir das Spiel die Optionen gibt, dann muss es auch ausgereizt werden. Der Rakrina-Klamm. Die Rakrina-Klamm. So rum. Hey, was ist denn hier los? Händler? Na, sowas. Zumindest scheint es euch noch einigermaßen gut hier zu gehen, das ist doch schön. Wurdet verschont von den Spinnen. Oha, Reisende, wie unerwartet. Das scheint sehr im Burschen zu sein. Könnt ihr uns helfen, ein paar Beinadons auszumerzen? Sie greifen uns andauernd grundlos an. Ich hasse diese Viecher. Ja, natürlich, klar. Vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. Beinadons könnt ihr auf der Gauerebene finden. Ja, die Gauerebene, Leute, ja. Die Gauerebene ist wirklich gigantisch. Sie bietet zahlreichen Spezies Lebensraum. Leider auch solchen, die nicht als Ärger bereiten. Besonders schlimm sind diese Schöpferhasitz. Kaum schauen wir weg, verwüsten sie unser Hab und Gut. Könnt ihr nicht ein paar von ihnen erledigen? Ich glaube wirklich, man konnte die früher alle nicht direkt annehmen. Ich glaube, das hat immer ein bisschen gedauert. Und die Font wechselt wirklich manchmal. Uns braven Reisenden setzen diese Ponios ganz schön zu. Könnt ihr sie nicht in die Schranken verweisen? Ja, ja, ist gut, mein lieber Homs-Reisender, den ich das erste Mal sehe und der mir 10.000 Aufträge gibt. Ich habe euch schon dreimal um etwas gebeten. Nehmt ihr es mir übel, wenn ich das noch ein viertes Mal tue? Könnt ihr für uns ein paar Beinwolfen töten? Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, du konntest sie früher nicht alle parallel annehmen. Und das ist halt eine sehr große Verbesserung, wenn das so ist. Aber korrigiert mich auch hier gerne, falls ich falsch liege. Aber ich habe es zumindest anders im Kopf, keine Ahnung. Okay, jetzt könnten wir wirklich allmählich mal was kaufen, weil das sind schon ziemlich krasse Sachen für den Anfang. Die sind jetzt tatsächlich mal sehr gut, vor allem die Prärie-Hosen hier. Und die Prärie-Anzüge, ich glaube den Rest lasse ich sogar mal eher. Da ist aber, ja, das ist nicht so wichtig. Wobei, die sind alle gesockelt, das ist eigentlich noch ganz cool dabei. Ist ja was kommt, ja. Ja, Prärie-Sachen halt, ne? Die sind auf jeden Fall sinnvoll. Da haben wir wieder schön gesockeltes Equipment, aber ich lege das dann später an, offscreen, glaube ich. Jetzt betreten wir erstmal diesen wunderschönen Ort, Leute. Oh mein Gott, ah, wie man den Hintergrund sieht, ja, wie lustig. Das da drüben ist ein legendäres Monster. Egal, ich halte die Klappe. Oh, eins sieht aus, als würde er in Urlaub gehen. Oh Gott. Smoke. Maybe someone's got a fire going. Hope they're cooking up something good. It's hardly a good spot for a barbecue. Come on, let's take a look. Wobei ein Barbecue hier sicherlich auch nicht schlecht wäre, bei dem coolen Wetter gerade hier. Oh, die Musik ist pure Liebe. Die ganze Ebene ist pure Liebe. Ah, jetzt haben wir die Äther-Typen auch. Äther-Typen greifen an, sobald Äther eingesetzt wird. Ganz genau. Macht euch eine horizontale Linie. Werden die gekennzeichnet. Sieh mal eine an. Oh, sieht so gut aus, Leute. Guckt es euch an. Es sieht wahnsinnig gut aus. Es ist so wunderschön. Ich komme nicht drauf klar. Vor allem, wenn man jetzt so richtig schön nach oben das hier sieht. Der Hammer. Auch mit den Wolken, die so durchziehen. Hallo, Monado. Und Ryan, der Urlauber, ist auch da. Der darf jetzt erstmal einen Armer streicheln oder was. Guckt's euch an. Eigentlich sehen die schon ganz nett aus. Nein, 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 Ryan. Tu's nicht, oh Gott. Die Peter schaut vielleicht zu. Okay, gut. Alles klar. Anyway. Wir
Ja, wollen wir nochmal kurz gucken? Ich weiß nicht. Nee, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich werde wahrscheinlich diese Herausforderung noch ein paar Mal machen und werde mal ein paar Sachen einfach so schon mal verkloppen. Oh Gott, ich muss dich ja verkloppen, ne? Na gut, okay. Aber ja, ist notwendig. Wir haben noch ein paar Quests offen. Ich werde mal gucken, dass ich halt alle typischen Sammelquests einfach so mache. Wie gesagt, alles, was so ein bisschen mehr Story involviert und so, oder was einfach ganz lustig auch von den Dialogen mal sein kann, das mache ich natürlich schon so, dass ihr das auch seht. Dann schön mit Cuts oder so wenigstens. Oh Gott, ich komme nicht auf den Ryan klar. Goddammit, warum ist Ryan zum Urlauber geworden? Naja, egal, man darf sich ja den einen oder anderen Spaß erlauben. Wenn ich schon dabei bin, bei dem einen oder anderen Spaß erlauben. Wartet, Moment. Dann müssen wir schon so rumrennen, oder? Das ist jetzt schon richtig so, ne? Okay. Okay, Leute. Let's go. Wir ziehen das jetzt durch, okay? Ja, das wollt ihr doch sowieso alles sehen. Das ist doch schon wieder klar, ne? Nein, Ryan bleibt beim Ressort-Stil. Der ist viel lustiger. Ja, wir sind zwei Urlauber unterwegs. Ja. Ne? Warum nicht erstmal Urlaub machen? Ja, ich meine, das Wetter ist hier voll gut, hallo? Guck mal, da drüben gibt es irgendwie so einen coolen See oder so, ne? Kann man auch mal reinhüpfen. Ist doch nice. Egal. Anyway, wir sind ja fertig für heute. Bis zum nächsten Part, Leute.